Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang am Fluss der Zeit. Wir befinden uns immer noch in der Bosporanischen Ruine und müssen immer noch solche Siegelsteine oder Schlüsselsteine oder wie sie heißen finden. Ja, und deswegen machen wir uns auch gleich wieder auf die Suche. Ich möchte keine Zeit verschwenden. Ich gucke nur noch kurz, was das Skelett dabei hat. Manchmal haben wir ganz gute Sachen bei. Dies. Nee, Skelette glaube ich nicht. Stimmt, tut mir leid, Irrtum. Kann ja mal vorkommen. So. So, ich spiele immer noch mit meinem Mauspad. Und wir haben immer noch das Problem hier oben, zum Beispiel wieder mit der Schrift. Falls ihr wisst, wirklich wisst, wie das weggeht. Ich kenne mich da nicht so aus, ich habe auch gegoogelt und so, keine Sorge. Aber da habe ich nichts gefunden. Ja. Und deshalb, wenn ihr da wisst, was man da machen kann, dann sagt mir doch bitte Bescheid, weil mich stört das schon irgendwie. Und ich würde das auch gerne ändern, aber ich weiß halt nicht wie. Und da fehlen mir dann auch dementsprechend die Informationen. So, wir gehen jetzt hier zum Fragezeichen. So, machen einfach mal alle da drauf. Ja, das kannst du besser. Dann machen wir auch den. Ne, wir machen nicht alle auf eins. So. Stehen. Ja. Ja. Das machst du mal, und wir haben in der letzten Folge herausgefunden, wie man Sachen miteinander packen kann. So, das machen wir dann auch gleich mal. Du machst deine übliche Combo. Genau. Und du machst auch mal eine... Du hast keine Pfeile, genau, das war das Problem. Aber du kannst eine Finte machen. Mach du das mal. So, Braunbär, du machst irgendwas. Du bist ein Braunbär, oder? Ja, ist ein Braunbär. Ich hoffe, ihr hört den Ton nicht auch so laut wie ich. Ich muss den gerade ein wenig runterdrehen. Das war schon arg laut. Gleich kommt eine Stelle mit meinen Lieblingsgegnern. Ironie Falle. Ja, mach trotzdem mal die Tür auf. Hier sind noch Urnen. Jetzt ist es ein Krug, keine Urne. Das ist eine Urne. Okay. Gut. Der Braunbär war ein bisschen spät. Wir haben in der letzten Folge noch sortiert am Ende. Bestimmt keiner zugeguckt. Sortieren. Na, und wenn schon. Jetzt ist wenigstens ordentlich gewesen. Jetzt ist es allerdings schon wieder unordentlich. Den Sandstein und den Lederbändern. Aber das soll uns jetzt nicht stören, dann sortiere ich halt am Ende des Teils wieder. Ja, da stimme ich dir voll und ganz. Du bist schon intelligent manchmal, ne? Alle halten an, nur du nicht. Da der Bär reingelaufen, okay. Kohle. Ja, der Bär ist sowieso weg, da wäre das egal gewesen. Und für die paar Ohren haben wir jetzt so einen Stress gemacht, von wegen einer Falle einzubauen. Das ist ja höchst sinnvoll. Ich hatte ja tierisch Bock, jetzt gerade irgendwie aufzunehmen. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Habe ich ja sonst nie. Ich bin ja sonst immer total unmotiviert. Ja, da sind meine Lieblingsgegner drin, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ach ja. Deswegen beschwörst du auch nochmal deinen Braunbär. Kannst du das vielleicht noch skillen? Das wäre nice.
Bier? Okay. Oh, musst du das mal reichen. Oder kannst du noch? Nein, kannst du nicht. Gut. Kannst du noch vielleicht irgendwas erhöhen hier? Ja. Erstmal die Zauber, das ist wichtig, wie ich finde. Fechtwaffen, nein, geht nichts mehr. Einen auf Leben. Selbstbeherrschung. Und das soll auch erstmal reichen. Ich will dem ein bisschen mehr Leben verpassen, dem Koano, weil das ist mir so ein Mimöschen, der kapiert ja immer. Das ärgert mich irgendwie. So, jetzt könnte der auch zwei Antiebwaffen nehmen, wenn wir welche hätten. Ach nee, du solltest ja hier noch. Ja. Nicht du, du. Ja. Ja, genau. Noch dein Bärchen zaubern. Wie gut ist denn der Bär eigentlich? 34 und 50, ja, das ist okay. Gleich kommt mein Lieblingsgegner. Wo ist denn die Falle? Ach ja, ja. Ich könnte ja versuchen, nicht zu den Gegnern zu gehen. Wir versuchen jetzt mal zu umgehen. Ja, Skelette sind in Ordnung. Da komme ich mit klar. So. Alle auf den da einfach mal. Machen wir einfach mal Haut drauf Taktik. Scheint nicht zu funktionieren. Nein, die ist kacke, die Taktik. Wer hat denn da schon so wenig Leben? Hat er so wenig Leben? Was? Dann gehst du mal auf den, der so wenig Leben hat. Das kriegst du dann bestimmt auch hin. Nee, da auf den gehst du. Angriff! Genau. Ja? Und du machst hier schöne Finte auf den. Achtung. Das ging ja schnell. Ja, nice. Nette Finte. Komm, hilf dem Chor nochmal, der hat nämlich nichts drauf. Das ist schon ein kleiner Lappen, ist das. So, nochmal kurz alle heilen. Beziehungsweise nur unseren Hauptcharakter. Weil die anderen sind noch fit. So, weiter geht's. Im Laufschritt. Das finde ich auch bemerkenswert in diesem Spiel. Die können stundenlang laufen. Ich könnte sie ja mal gehen lassen, aber das ist ein Hirschkäfer, okay. So, wie machen wir das? Die brennen wir mal nieder. Ja? Du attackierst auch den hier, den großen. Ach ne, du hast ja keinen Bogen mehr. Dann geh lieber auf den kleinen. Du gehst auch auf den kleinen. Vorgrim haut einfach mal hier auf den großen mit drauf. Und dann müssen wir gleich mal weiter gucken. Quano, jetzt ohne Spaß, ne? Das war schon eine schwache Leiste. Ja, das war dann in Ordnung. Skelett. Vorkommen hat Stufe 6 erreicht. Hey. Und wisst ihr was? Unser Questbuch leuchtet gar nicht. Wir haben gar keine Aufgabe. So, sammeln wir mal eben die Gebeine ein. Während Feiris hier eine Runde heilt. So. Müssten hier irgendwo sein. Oder irre ich mich da? Ah. Wir haben aber leider keinen der Zweihandschwerter beherrscht, oder? Zweihandschwerter. Nein. Nein.
Nein, gut, schade. Das ist ja höchst ärgerlich. Okay, dann versuchen wir nochmal kurz. Ah, wie war das nochmal? Das war spiegelverkehrt, ne? Einen Moment, ich muss mich mal kurz damit auseinandersetzen. Ich gehe lieber alleine, so, sagen wir hier. Okay, da ist eine Falle. Wir müssen das Skelett auf die andere Seite, also nach, auf diese Platte hier bringen. Okay, jetzt ist es wieder da drauf getreten. Gehen wir einfach wieder hin. Falle entdeckt. Das ist gut. Jetzt haben wir die Falle schon mal entdeckt. Okay, gut, ein geradeaus. Noch ein geradeaus, anders geht's ja nicht. Jetzt nach da. Ja, toll. Was? Das ist ja echt super. Achtung! Ja. Ja, nee, Wichser. Hoho. Ja. So. Gut, dann ist auch eine Falle. Gut, dann können wir erstmal kämpfen. Ich wollte das nur eben kurz zu Ende führen. Nicht, dass wir dann nachher doof dastehen. Haben jetzt schon alle besiegt. Das ging ja easy. Okay, gut. Läufst du wieder da schön hin. Fein. Und zur Seite. Oh, das ist knapp. Geradeaus. Gut, und geradeaus. Was? Ah, doch, okay. Gut, ich war jetzt ein bisschen verwirrt. Okay, gut. Drehstein. Gehen trotzdem nochmal hier oben gucken. Man weiß ja nie, was man noch findet. Zum Beispiel ein Krug. Was da wohl drin ist, bestimmt Sandstein und Bänder und so. Nee. Ausgeblichene Knochen. Brauchen wir eigentlich nicht. So, aber ich weiß, dass wir hier noch eine Sache finden, die wichtig ist, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Oder die, also ich bin mir nicht sicher, ob sie wichtig ist. Auf jeden Fall ist das irgendeine Quest oder so. Glaube ich zumindest zum Wissen. Und hier oben sind auch Hirschkäfer oder so, genau. Du, nein. Ach, dieses scheiß Mauspad hier. Ja, ich weiß. Noch ein. Der ist hinüber, gut. Und alle drauf. So, machen wir das mal. Fickt euch. Ihr habt eigentlich gar keine Chance. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt kämpfen wollt. Hinüber. Oh, sauber. Wie ging das mal? Konsole? Ja, super bringt. Das kann man sowieso nicht lesen. Auf jeden Fall Konsole auf K. So. Das waren alle, ne? Gut. Ist die
verschlossen? Nein. Ei? Du verarztest es nochmal kurz hier. Was? Und Forgum geht mal aufmachen. Sofort! Genau, so will ich auch hoffen. Da müssen wir jetzt wieder ein Rezeptstück finden, genau. Wo ist es hin? Ah, das ist ja ein Quest-Dings. Unser Löwenkamm geht an dich, das geht auf die zweite Seite, weil es sinnlos ist. Das geht an dich, weil es zu Rezepten gehört. Nein, nicht wegwerfen. Nein, nicht wegwerfen. So. Wo haben wir jetzt? Ah ne, da ist ja das Quest-Dings hier. Merkwürdiges Artefakt. Wollen wir das alles mal von der Krake kriegen, genau. Von der Riesenkrake im Keller. Von der Zollfeste meine ich, ja genau. Da haben wir das seltsame Artefakt erhalten. Was müssen wir jetzt da? Das ist jetzt hier. Ach so, das ist die große Tür. Okay, gut. Ich warte mal kurz. Du beschwörst nochmal eben so ein Viech. Weil wir haben jetzt ja den vierten Schlüsselstein da. Und jetzt müssten wir die Tür eröffnen können. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt diese Runde machen sollen. Oder ob wir... Nee, wir machen das nächstes. Was gab's nochmal hier? Ich hasse diese Viecher. Abgrundtief. Ich hasse sie sowas von. Es wird bestimmt unser erster Tod werden. Gegen diese Viecher mit 19 Leben. Wenn man mal drüber nachdenkt, eine sehr peinliche Angelegenheit. So, obwohl, das sieht momentan ganz gut aus. Bis darauf, dass der Bär vergiftet ist, aber das ist ja nicht so schlimm. Dass Fyris und Kuano beinahe tot sind. Allerdings sind eigentlich auch alle Asteln tot. Sauber, gut gemacht. Ja? Das war echt nice. Dann gehen wir mal weiter. Ich nicht mit gerechnet, dass wir sie platt machen, so easy. Das waren übrigens meine Hassgegner. Nee, ich mag diese Viecher nicht. Die mag ich echt nicht. Das ist keine Vase, gut. Da sind noch welche. Ich hoffe, es hat sich wenigstens gelohnt. Ich meine, war ein einfacher Kampf, aber trotzdem. Puh. Genau, und jetzt aufheben bitte. Eins nach dem anderen. Lederbandsandstein. Wo haben wir das nächste? Da haben wir das nächste. Warte mal. Kohlesandstein. Und bestimmt nochmal Sandstein. Ja, und einfacher Verband. Einfacher Verband ist immerhin gar nicht so schlecht. So, was gibt es hier noch? Nix. Wow. Das hat sich ja echt gelohnt, muss ich schon sagen. Ja. Und weil man 1, 2, 3, 4, 5 oder nee, 6 XP-Punkte jeder gekriegt. Erfahrungspunkte, Entschuldigung, XP ist ja anders. Ach ja. Ist ein deutsches Spiel. Wow. Hier gab es da irgendwo noch eine Tür. Leute, geht zurück, nicht durch die Falle. Ja, schade, ich dachte, die Skelette würden, aber ich glaube, den Fehler habt ihr in der letzten Folge schon gemacht. Boah, haben den Sambär jetzt schnell hingerafft. Oh, sauber, Kuano, hast ja ausnahmsweise mal einen richtig netten
dich hingelegt, brumm. Flachwitz. Du alter Stecher, du. Ja, jetzt sind wir schon auf der Schiene. Super, da kommt man aber nicht so schnell wieder runter. Das sieht doch aus wie so eine... Nee, sieht's nicht. Gut, schade. Ja, wo immer das jetzt war. Ah, da, gut. Hätte ich jetzt übersehen, danke. Ja. Verschlossen. Dann knack die mal. Wir haben jetzt ja unser Schlössermesser entdeckt, das haben wir eben extra gekauft an der Zollfeste noch. Und jetzt haben wir es nie benutzt, weil wir es nicht in der Schnellstartleiste da hatten. Aber jetzt können wir das ja mal benutzen. Teil des Rezepts. Das war schon mal gut. Ich glaube, das Rezept brauchen wir, um Ardo zu heilen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, ja, jedes Mal. Wie viele Teile gibt's denn? 2 von 5, okay. Ich habe jetzt 3 von 5, das heißt, fehlen noch 2. Schön. Gut, gut. Weiter geht's. Ich guck mal kurz auf die Karte. Wir waren ja eigentlich überall jetzt, oder? Sehe ich das falsch? Ich denke nicht, dass ich das falsch sehe. Gut. Im Hintergrund klingelt mein Handy. Ich hoffe, das hört man nicht allzu laut. Moment mal. So, jetzt läuft es leiser rein. Gut, da unten gab's nichts. Und wir begeben uns jetzt erstmal Richtung große Halle. Und ich denke mal, da machen wir dann auch einen kleinen Cut. Wir haben in diesem Teil 2 Rezeptteile gefunden. Und einen Schlüsselstein. Ich weiß nicht, sollen wir den Schlüssel... Muss ich platt machen? Nee, das mache ich alles im nächsten Teil. Also gut, vielen Dank fürs Zuschauen und... Hoffentlich sehen wir uns dann halt auch, wie gesagt, im nächsten Teil. Vielleicht dann auch schon mit einer besseren Audioqualität, da ich ja dieses komische Adapter-Dings bestellt habe. Und das auch in den nächsten Tagen ankommt. Also bis dann. Tschüss.